Herr Winter, was zeichnet denn den russischen Versicherungsmarkt aus? Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass der russische Versicherungsmarkt, zugleich der russische Markt, auch immer ein Emerging Market ist. Das bedeutet, es ist ein Markt, der sich, so wie zum Beispiel der deutsche Markt vor 30, 40 Jahren, in einem Wachstum befindet, wo einfach auch noch ein Risikobewusstsein vorliegt, wie wir es hier in Mitteleuropa oder Westeuropa vor 30, 40 Jahren gesehen haben. Und dementsprechend auch das Risikobewusstsein, der Risikoappetit, das Risikokaufverhalten oder das Versicherungskaufverhalten der russischen Unternehmen dementsprechend auch ausgerichtet ist. Die russische Wirtschaft leidet ja sehr unter den internationalen Sanktionen. Wie sind denn Versicherer von diesen Sanktionen betroffen? Also grundsätzlich muss man auch hier sagen, dass die Sanktionen den russischen Versicherungsmarkt weniger betreffen, als man das grundsätzlich annehmen würde. Es ist aber schon zu sagen, dass es zwei Versicherungsgesellschaften gibt, die partiell unter Sanktionen stehen. Vielmehr betrifft es natürlich russische Unternehmen, die im russischen Markt tätig sind und hier internationale Rückversicherungskapazitäten brauchen. Und hier ist es so, dass es schon viele Unternehmen gibt, die hier keine Versicherungskapazitäten international einkaufen können. Die Reaktion, die wir hier sehen, und das ist entscheidender für den russischen Markt, ist, dass es jetzt hier seitens des Staates Pläne gibt, einen russischen staatlichen Rückversicherer zu implementieren, wo dann, das weiß man noch nicht genau, möglicherweise auch eine Pflichtrückversicherung im eigenen Land zu platzieren ist. Wie würden Sie denn die Lage aktuell bewerten für ausländische Versicherer in Russland? Wie gefährlich ist sie? Ja, ich will hier nicht von gefährlich sprechen. Natürlich ist es so, dass wir hier schon Schwierigkeiten haben. Aber im Endeffekt ist es so, dass es für alle Versicherer, wie gesagt, durch das Sanktionsthema hier weniger gefährlich ist, sondern viel mehr als das Thema ist, dass zum Beispiel durch den Schritt der Einführung eines staatlichen Rückversicherers sich hier die Gesamtlandschaft natürlich verändern würde. Und das ist sicherlich in der Gesamtbewertung des russischen Versicherungsmarktes auch aus der Versicherersicht sicherlich ein wesentlicher Faktor. Was zum Beispiel auch ein Thema ist für die Versicherer in Russland, ist auch das Thema, dass zum Beispiel auch in russischen Versicherungsverträgen die sogenannte Sanktionsklausel gilt. Und hier ist es so, und das ist jetzt eher eine theoretische Gefahr, dass es dazu führen kann, dass dadurch, dass zum Beispiel ein Schaden eintritt bei einem unter Sanktionen stehenden Unternehmen, dass das dann, dieser Schaden natürlich vorab abgewehrt werden kann, aber es kann natürlich dann dazu führen, und das wäre das Risiko, dass bei Gerichtern diese Sanktionsklausel als nicht gültig gesehen wird und dementsprechend der Versicherer trotzdem leistungspflichtig wäre und auch ohne Rückversicherung dastehen würde. Zum Abschluss einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Wohin entwickelt sich der Markt? Also grundsätzlich denke ich, dass sich der Markt weiterhin positiv entwickeln wird. Natürlich hat man die letzten zwei Jahre gesehen, dass es auch am Versicherungsmarkt gewisse Entschleunigung gegeben hat. Aber wenn man den russischen Markt oder auch generell die russische Wirtschaft mit der deutschen Wirtschaft zum Beispiel vergleicht, ist es einfach im positiven und auch im negativen Ausmaß so, dass es nach wie vor ein Emerging Market ist, dementsprechend halt positiv wie auch negativ hier einfach alles möglich ist. Herr Winter, danke für das Gespräch. Dankeschön.